Laura Maria Ripper, im zarten Alter von 27 Jahren, gewährte der Öffentlichkeit einen faszinierenden Einblick in ihr Familienleben, indem sie metaphorisch betrachtet, einen Blick durchs Schlüsselloch gewährt. In einer umfassenden Fragerunde wird das Verhältnis zwischen ihrem achtköpfigen Stiefsohn Alessio und dem kleinen Leano eingehend beleuchtet, wobei die Verlobte des DSDS-Gewinners Pietro Lombardi, der selbst 31 Jahre auf dem Buckel hat, regelrecht in ihre Rolle als Mutter aufblüht. Es ist der 8. Januar dieses Jahres, der als historischer Tag in ihrem Leben markiert wird. Denn an diesem Datum erblickte ihr gemeinsamer Sohn das blendende Licht der Welt, und seitdem genießt das Paar in vollsten Zügen die kostbare Zeit mit ihrem Nachwuchs. Laura, die ihre Mama-Rolle mit Inbrunst ausfüllt, gewährt auf der sozialen Plattform Instagram unaufhörlich Einblicke in ihren turbulenten Babyalltag. Kaum vergeht ein Tag, an dem das Model nicht ihre beeindruckende Anzahl von rund 795.000 Anhängern mit einem strahlenden Lächeln und neuem, herzerwärmendem Content beglückt. In der prächtigen Kölner Lombi-Villa herrscht derzeit wieder einmal reges Treiben. Da über das vergangene Wochenende auch Pietros Sohn Alessio aus der zerrütteten Ehe mit der 31-jährigen Sängerin Sarah Engels in die familiäre Szenerie eingetreten ist. Ein aufmerksamer Fan nutzt die Gelegenheit, um bei der Influencerin nachzuhaken und das Verhältnis des Grundschülers zu seinem deutlich jüngeren Halbbruder Leano zu erkunden. Die Frage lautet: Freut sich Leano, wenn Alessio zu euch kommt? Laura antwortet mit erstaunlicher Klarheit: Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie verrückt die beiden nacheinander sind. Alessio ist ein wirklich toller großer Bruder und kümmert sich hervorragend um Leano. Diese offene Antwort dürfte nicht nur Mama Sarah erfreuen, sondern auch wenig erstaunlich sein, bedenkt man, dass der Achtjährige im Hause Engels bereits täglich im Einsatz ist, um seine Halbschwester Solea, die im Dezember ihren zweiten Geburtstag feiern wird, zu betreuen. Die Tauglichkeit als älteres Geschwisterkind hat Alessio zweifellos unter Beweis gestellt. Dennoch hat Lauras scharfe Beobachtungssinn eine weitere Facette entdeckt, die sie mit ihren zahlreichen Anhängern teilen möchte. Und ich hätte das niemals gedacht, aber ich sehe, wie viel Leano sich von seinem großen Bruder abschaut, zeigt sich die gelernte Rechtsanwaltsfachkraft beeindruckt. Inzwischen ist der Säugling sogar in der Lage, eine Ente als solche zu identifizieren. Trotz all dieser harmonischen Familienbilder bleibt die obligatorische Frage nach weiterem Nachwuchs nicht aus. Laura betrachtet das Thema gelassen: Wir machen uns keinen Stress. Dann, wenn es passieren soll, so soll es kommen. Diese gelassene Einstellung entspricht genau der Philosophie von Pietro, der es nicht besser hätte ausdrücken können.